Oh, mein Tee wird mir gereichert. Dankeschön. Bitte. Hast du Schlucker? Guten Morgen, liebe Leute. Leute. Nicht Leute. Wo steht das Auto? Siehst du, hab ich mir gedacht. Unglaublich kalt. Oh, noch letzte Worte? Nein. Gut. Was waren? Mann, lauf rüber, Alter, ist grün. Bekloppte Handyscheiße, echt wirklich. Gib mir so auf den Sack. Kinder können nichts mehr anderes außer ein Handy bedienen. Nicht mehr lebensfähig. Ich möchte nicht wissen, wie viele überfahren werden, genau wegen so einem scheiß Handy. Regt mich auf. Zum Kotzen ist das. Ach, schnell noch eine Taste drücken. Naja, Tasten gibt es ja nicht mehr. Aber schnell noch drücken, schnell noch absenden, schnell noch lesen, schnell noch aufrufen, schnell noch. Ich musste nur ganz schnell mal, ganz kurz mal. Ach, das ist alles so schlimm. Wir haben denn unter Strom, die Kinder. Ich muss mal eins sagen, ich bin total happy, dass Anouk noch kein Handy hat. Ja, weil wenn ich das sehe, hier alle Kinder, die hier rumlaufen, alle, die ich hier sehe, sind alle so auf ihr Handy fixiert und zeigen untereinander hier und da und dort, hast du das gesehen, das gesehen. Die sind permanent unter Strom schon am frühen Morgen. Und Anouk, wenn sie neben mir sitzt hier, am frühen Morgen neben mir sitzt, das, was ich früher auch gemacht hätte oder so, die ruht sich nur mal aus. Die ist jetzt noch mal eingeschlafen hier neben mir auf dem Weg zur Schule. Jetzt sind zwar nur 20 Minuten, 25 Minuten, die wir brauchen, aber das ist manchmal schon viel wert. Ne? Das brauchen die auch. Nicht diese permanente Beballer mit irgendwelchen egal was, irgendwelche Reize. Also ich finde es wirklich schlimm. Und wenn ich mir vorstelle, Anouk hätte ein Handy, da könnte ich ja sagen, was ich will. Das Handy ist innerhalb kürzester Zeit ist präsent, omnipräsent, überall. Da, also da habe ich keine Chance. Dann sitzt sie hier neben mir und dattelt die ganze Zeit. Kriegt ja nichts mehr mit von der Umgebung. Und so, und da habe ich keinen Bock drauf. Also wirklich, so einen Zombie dann neben mir zu haben und zu Hause auch zu haben. Reicht ja schon, dass du zu Hause am Computer immer gucken, weißt du, kommt nach Hause und will sofort gucken. Das muss man auch schon. Das muss man so kontrollieren heutzutage. Das ist nicht mehr so wie früher mit dem Fernsehen. Das war noch was anderes oder so. Also das ist ja dagegen harmlos. Man hätte ja nie gedacht, dass noch ein nächstes Level existiert oder dass es noch so um ein so vielfaches schlimmer wird. Es ist wirklich. Fernsehen und so, kriegst du viel Gehörung. Das ist doch alles Quatsch, ist das da alles. Das war ja alles noch harmlos. Guck dir mal heute an, die haben permanenten Bildschirm vor der Tichte. Erstens bei der Arbeit ist das ja schon meist, bei den meisten Leuten, die arbeiten, müssen sie in den Computer gucken. Egal wie, egal wo, egal wann, gucken sie alle in den Computer und wenn sie das nicht haben, gucken sie auf ihr Handy. Und wenn sie zu Hause sind, gucken sie vielleicht sogar nach Fernsehen. Oder Computer, oder. Nur ein Bildschirm ist an. Nee, gibt es das nicht. Alle Bildschirme geschädigt. Aber ohne geht nicht mehr offensichtlich. Natürlich ist es bequem. Da kann man jetzt sagen, ja komm, geh mal am Computer gucken. Ja, hast du mal ein bisschen Ruhe für dich, ja. Aber was machst du selbst? Sitzt ja auch nur da, so wie Marlies. Die sitzt dann auch nur da und glotzt nur von wegen was so was für sich. Hat so ein bisschen Zeit, kann so ein bisschen was schaffen. Nee, wird er nicht. Dann setzt man sich hin und dann sitzt du da und guckt in ihr Handy die ganze Zeit und guckt, ich lese was. Ich kann das ja nicht mehr hören, ich lese was. Ja, aber du wolltest doch was ganz anderes machen. Die wollte ein paar Bilder malen oder so. Die hat schon Ewigkeiten nicht mehr gemalt, weil sie dieses verfickte Handy hat. Mich ärgert das. Ich habe ihre Stifte weggebracht, das hat sie nicht mal interessiert. Das ist so schlimm.
Die hat so ein Talent und jetzt schmeißt sie so weg. Ich finde das so schade. Naja, ja, so ist das. Das ist, was ich davon halte. Ich halte davon überhaupt nicht viel. Ich finde, das sieht schlimmer aus. Ich finde, das sieht schlimmer aus, wenn man in eine Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn einsteigt oder so. Und dann sitzen sie alle da mit ihren Handys. Keiner guckt mehr. Keiner kriegt mehr was mit von dem anderen. Von seinen Mitmenschen. Nimmt die gar nicht mehr wahr. Guckt sich nur noch das an, was irgendwie meilenweit weg irgendwo was passiert, wenn da irgendwie was. Hab ich ja auch, hat ja jeder von uns schon. Hat ja jeder schon angeguckt. Und man merkt ja, wie viel Zeit das frisst eigentlich. Bloß man muss es ja merken und man muss ja dementsprechend reagieren. Ist ja nicht verwerflich, sich sowas mal anzugucken oder so. Ich meine, das haben wir ja schon immer. Da gibt es ja auch schon Sendungen, als es noch Fernsehen gab und so was. Pancho oder irgend so ein Scheiß, ja, zum Beispiel, wo sie dann irgendwelche Tipps gezeigt haben, wo irgendwas Videoclips. Aber heutzutage, bin gespannt, wie das in der Zukunft wird. Die paar Leute, die so denken wie ich, wahrscheinlich werden dann aussortiert. Die sind ja nicht konform, das passt ja gar nicht mehr. Passt ja gar nicht mehr in die Gesellschaft. Das wird ja von der Natur, wird man ja schon aussortiert. Ja, man merkt wirklich, man wird zu alt denn. Oder habe ich zu klassische Ansichten oder so? Handy verbindet nicht. Das ist die größte Lüge überhaupt. Das ist absolut das Gegenteil der Fall. Mit dem Handy entfremdet. Es ist ja auch dieses Verlockende daran. Es gibt immer wieder neue Informationen. Jede Sekunde gibt es neue Informationen. Wie auch immer. Ich ende jetzt mal hier kurz und dann fahre ich erstmal nach Hause und danach sitze ich ja am Computer die ganze Zeit und werde den ganzen Quatsch zusammenschneiden der letzten Tage. Bis auf die Unterhaltung mit Wolfgang, die habe ich ja auch schon rausgenommen und gestern hochgeladen, weil das wäre allzu viel gewesen. Gut. 5 Stunden oder 6 Stunden Videomaterial habe ich zu sichten. Heute gibt es nur die Handyfrage. Tja, liebe Leute, jetzt beginnt der große Schnitt heute. Jetzt ist 8.12 Uhr, mal gucken, wann ich fertig bin. Wahrscheinlich um 12 Uhr oder so, also mittags. Da ist wenig Brauchbares bei, allerdings muss ich mal sehen. Ich muss jetzt erstmal wieder sichten, jetzt sind ja ein paar Tage gleich. Also, ich fange mal an. Frühstück. Mach nichts. Nee. Und, hat er überlebt? Naja, er lädt jetzt erstmal. Ich hoffe, dass wir schon wieder gegessen haben. Sieht erstmal gut aus. Ist natürlich gespielt, aber ich finde, dafür sieht er gut aus, dafür, dass er schon ein Kind hatte, weißt du? Ist ein bisschen. Ja, ein bisschen schaubig auch. Lumis Weihnachtsgeschenk ist das. Das Problem war auch, es nicht mehr neu zu kaufen. Musst du mal gebraucht kaufen. Ja. Hm, sieht ganz süß aus eigentlich, ne? Ja, nicht so dämlich wie das andere Spielzeug. Danke, Mannis. Oh Mann, ich bin so müde, ey. Jetzt durch den Computer. Oh, schon wieder furchtbar. Wie müde man da wird. Skadi, ey, hat mich heute wahnsinnig gemacht. Hat die gebockt. Die war heute so schlecht gelaunt nach dem Aufstehen. Wieso, was hast du mit ihr gemacht? Gar nichts. Hab die total ruhig geweckt. Hab die geweckt, hab nebenbei noch eine Geschirrspüler eingeräumt. So schick. So sauer auch. Die habe ich nur angeschrien, hat draußen rumgeschrien. Du bekloppte Scheißmutter. Geh alleine. Ich bleib hier. Geh. Geh. Und die Leute haben mich angeguckt. Nein, die Leute. Du hast aber auch Kinder. Die reden sehr ordinär, muss ich sagen. Ja. Na, von wem sie das hat. Oh, wirklich. Von wem hat sie denn das? Von Blumen. Immer alle auf die Kranke schieben. Ja, Frühstück ist vorbei.
Ich muss jetzt weitermachen. Da juckt das Ohr. Ist ja unglaublich. Ich bin schon fertig. Ich hatte gar nicht gedacht. Jetzt hat es echt nicht mehr lange gedauert. Das ist 10.49 Uhr. Er produziert gerade und dann lade ich es hoch gleich sofort. War doch nicht so viel Interessantes passiert. Aber ja, mal gucken, wie es heute noch weitergeht. Ich werde drüber gehen, Papiere sortieren, ein bisschen Zeug mit rübernehmen, die Geschenke mit rübernehmen in die andere Wohnung. Die müssen ja dann eingepackt werden. Das machen wir alle drüben. Vielleicht machen wir das doch hier. Und dann packen wir sie rüber. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Jo, liebe Leute, der Tommy ist wieder hier in seiner vollgepropften. In seinem vollgepropften Büro. Das sind die Kameraheftchen, die ich gestern auch noch eingestellt habe. Die muss ich jetzt alle in Tüten einpacken, ne, weil so sehen die nicht mehr so schön aus und halten sich auch nicht lange so gut. Jetzt kommen Tüten drum und dann lässt sich das einfach auch besser verschicken, sicherer und sieht besser aus. Na, schaut mal. So sieht das nämlich viel besser aus und kann man nur durchgehen, ohne dass man da irgendwas zerknickt und noch mehr Eselsohren reinmacht, als ohnehin schon drin sind. Das ist jetzt wichtig. Ganz wichtig. Das Auge ist mit, bekanntlicherweise. Na, vielleicht mache ich am Januar, wirklich im 1. Januar, mache ich einen großen Trödelmarkt oder so. Jetzt wirklich hier vor der Tür. Einen großen Markt für Mike für 5 Tage. Für 6 Tage, muss ich mal sehen, was der 1. Januar für einen Tag ist und dann zieht da diese Woche durch bis zum Samstag auf einen guten Start ins neue Jahr, wird einfach das mit dem Trödelmarkt beginnen. Na, und dann ist für eine Woche lang Markt und zwar nur Trödel, keine Fahrräder, nur Trödel. Also Fahrräder kann ich auch verkaufen, aber keine Reparatur oder dergleichen. Bin ich mal gespannt, wie die Leute das annehmen, ob die Leute das annehmen. Oh, mal schauen. Aber vielleicht sollte ich das mal machen, weil ich habe so viel Kram, also hier nur nicht. Das ist ja kein Trödel, das kann ich nicht irgendwie hier verschenken oder irgendwas. Aber eben, was drüben in dem Zimmer steht, das packe ich jetzt alles schon mal unten in den Keller und werde das dann vom Keller rausräumen. So werde ich das machen. Das ist mein Plan. So werde ich das machen. Genau so. Das hört aus, das ist so riesig. Ich muss den Kopf ranmachen. Guck mal. Blumen, Anouk. Das ist wie hier alles. Das ist Cousin und Cousins. Das ist gerade. Das ist ein Kopf noch. Ja, das ist aber, guck mal, das ist richtig stimmig. Das ist ein richtiges Werkzeug sogar drin. Wow! Ja! Den musst du ranmachen. Nee, musst du ranmachen. Das musst du ranmachen. Kann ich mal lesen, was da steht. Ja, guck mal, nee. Das musst du ranmachen. Aber guck mal, sieht das nicht freundlich aus? Ist ja wieder so ein Boxer. Ja. Mit Sattel. Gut, es ist sehr groß, da müssen wir es gerade, aber die wird begeistert sein. Ja, die hat doch einen Tritt. Ja. Mit Sattel, den kann man sogar abmachen. Das ist bestimmt okay. Ich glaube, du willst es streicheln. Willst du heute damit schlafen? Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Der Hund, das Pferd. Oder ich? Vielleicht so. Dann darfst du mich auch streicheln und striegeln. Nee, das ist schön. Ich freue mich richtig. Wirklich, das ist begrenzt. Begrenzt ist ja, unser Platz ist begrenzt. Ja, du, wenn du unser Horizont auch. Oh. Ja, genau. Danke. Ich meine nicht, dass der Kopf eigentlich abfällt. Wenn du dran baust und sie will sich festhalten, dann plumps. Eine Kinderwelt bricht zusammen. Was für Styropor ist das? Das ist ja schlimm. Oh Mann. Aber ich finde es wirklich. Naja, wird ein Drahtgestell drin sein. Ein naja, Styropor-Mantel. Das ist auch wie gesagt, kein scheiß Schrott, billig, Amazon Zeug oder so. Hier. CE-Zeichen. Wunderbar. China Export. Wunderbar. Hier bald vollgestellt ist und oben leer ist. Wo sieht's?
Eine Stunde eins. Fantastisch. Schön. Geschafft. Kisten sind oben raus. Jetzt sind ja nicht so viele, war hier unten. Die alle sind da raus. Die Kisten sind oben raus. Alles andere, was jetzt noch oben ist, wird oben angeboten, wird auch angeboten. Und alles andere kommt hier unten auf den Trödelmarkt, den ich dann im Januar mache. Ich werde das machen. Ich werde das einfach machen. Also, jetzt sehen wir uns gleich oben erstmal wieder. Auf zum Marlies. Jetzt gibt's einen Kaffee. Und dann holen wir Lumen ab von der Therapie. Oh, schon wieder, ey. Ja, das heißt nichts. Die Lumen wird therapiert, hoch und runter. Die hat auch viel zu tun, die Arme. Ja. Mit der keine Kindheit. Ja, das spielt ja überall, aber. Therapista. Aber. Spielerische Therapie, naja, aber es muss sein, also ist wichtig. Kommst du später vielleicht doch klar in der Gesellschaft? Oh, danke, Marlies. Mann, ey, sehr nett, sehr nett. Ich muss mal auf ein warmes Kistchen suchen. Tja, liebe Leute, so, ich habe die ganzen Kisten von der Wohnung, das ganze Material in den Keller gebracht. Dann haben wir die ganzen Geschenke von den Kindern rübergebracht. Da müssen wir noch das Geschenkpapier rüberbringen, oder? Ja, das mache ich dann auch. Wenn die anderen Sachen da sind, das komplett ist dann für mich. Und da muss das eingepackt werden. Also heute müsste der Antikarton eigentlich kommen. Und dann bin ich eigentlich fertig. Kerstin hat jetzt gefragt, ob ihr über euch meinte, naja, ich würde die Kinder kriegen von uns, das ist ja nicht viel. Und über das Beschränken. Die kriegen nicht viel. Was für ein Schwachsinn, ey. Beschränken, ey, was für ein Geld, meine Aushilfe. So ein Schwachsinn, ey. Ich weiß nicht, was Marlies früher geschenkt bekommen hat. Offensichtlich ist das nicht viel für sie. Also nein. ich hab daran gesehen, ja nichts bekommen. An der Masse jetzt. Ich habe einmal von meinem Opa halt eine Eisenbahn geschenkt bekommen, eine TT-Bahn. Da hat er sich so gefreut, hat das Ding aufgebaut. Und hat er da im Zimmer gesessen und hat eigentlich selber damit gespielt. Nee, ich meine nur vom Prinzip her, dass es natürlich anders ist als die Jahre davor und ich die Kinder nicht noch mehr. Die sollen nicht noch mehr so viel bekommen. Und kannst du dir jetzt vorgeschlagen, ob was mit den Geschenken dann auch einfach sein lassen? Naja, wenn das für sie auch okay ist. Also ich weiß ja nicht, ob es für die Kinder okay ist. Da kriegt er auch irgendwas. Hier ein Beutel oder irgendwas. Mit einer Karotte drin. Für den Schneemann. Blume. Karotte für den Schneemann. Der Osterhase kommt ein paar Stücken Eierkohlen für die Knöpfe und sowas alles. Ja. Ein Schneemann-Bauset. Ja, oder irgendwie so ein Lebkuchen. Ja, so ein Lebkuchenmann. Ja, ein Lebkuchenmann oder ein Schneemann aus Lebkuchen. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ja, irgendwas Schönes, Weihnachtliches. Nicht diese, was man immer kriegt. Lebkuchen holen ab. Na ja. Du musst ihr helfen. Ja. Na, Anouk. Die Blumen streiten, dann kommt die sofort an und schimpft mit Anouk. Die merkt es auch, dass Blumen die Schwächere ist, bestimmt, wa? Keiner merkt, dass ich der Schwächste bin hier. Als einziger Mann, oder warum? Ja. Na, Mitzi? Lecker Wurst? Hättest du gerne? Warum liegt das eigentlich nicht? Fußball, warum das nicht lädt, ey. Traditional Kaffee. Und dann holen wir noch das, was verkauft das ab. Oh, das habe ich seit 2 Jahren drin. Seit 2 Jahren habe ich das drin, Marlies. Also bestimmt. Weil wir ja keinen Platz haben hier im Bücherregal, habe ich ja abgeschafft. Nach 2 Jahren ist es verkauft. Oder 3 Jahre, so ja. Ich weiß ja, Bücherregal haben wir ja schon ewig nicht mehr. Ja, Bücher ist, glaube ich, auch schon. Aber Nachschlage, Fachlektüre, Kunst. Naja, da gibt es alles online, wa? Fachlektüre und so, das ist ja auch gesperrt im Netz. Die Infos kriegst du auch nicht umsonst. Gelistete Maler und so was. Und so was habe ich jetzt verkauft. So ein Kindlers Malereilexikon. Eigentlich ganz gut, richtig schön gemacht. Gucken wir mal, ich hoffe, ich finde das jetzt gleich. In der Garage ist das nämlich mittlerweile. Seit 2 oder 3 Jahren ist das im Netz und jetzt ist es verkauft. Ja, wir werden mal gucken, wo das ist. Ne? Gaga steigt jetzt ein. Gut, wundervoll. Ich freue mich sehr. Hat da gut geklappt? Ja. Jetzt weiß ich auch mal, wo das ist. Ja, das ist mal gesehen.
Ist das euer? Ich werde versuchen, jetzt mal draußen das Graffiti endlich abzumachen, weil der Hausmeister macht es nicht. Jetzt habe ich ihm bestimmt 5 oder 6 Wochen Zeit gegeben, aber bis jetzt ist nichts passiert. Ich habe ihn einmal darauf angesprochen, er weiß nicht wie und hat keine Ahnung. Und jetzt versuche ich das mal mit einem Schwamm einfach wegzuschrubben. Da wird ein bisschen die Hauswand wahrscheinlich leiden, aber besser als das Zeug dran zu haben. Also muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Mal schauen. Wie ich mir dachte, man kriegt die Flächen sauber, aber den Rest nicht aus den Tiefen und das sieht scheiße aus. Also spiele ich jetzt immer mit klarem Wasser ab und das wart. Funktioniert leider nicht, weil man nicht in die Vertiefung natürlich rinkommt. Ansonsten gut, die oberflächig kann man ein bisschen rauswaschen, aber. Was ist der Laden oder was? Der braucht so eine Bürste. Für Graffiti an der Wand. Ach so. Gott sei Dank, die Weihnachtseinkäufe sind erledigt. Jetzt ist das letzte Paket angekommen. Die ganze Ecke hier. Jetzt sind nur Weihnachtseinkäufe. Das ist der einzige Verkauf jetzt gerade. 90 Euro für Kindlers Malerlexikon. Na, immerhin. Ein bisschen was. Ja, ich schon ewig die Dinger und die sind wirklich gut zum Nachschlagen oder so. Wenn man da mal was sucht oder sich orientieren will oder wissen will, was große Kunst ist, kann man da reingucken. Aber wir brauchen die nicht. Ich habe so viele von diesen Lektüren. Also ich habe über die Jahre, Jahrzehnte, die ich das schon mache, habe ich so viel Lektüre zusammengesammelt. Man guckt sich das einmal an, zweimal, dreimal, vielleicht viermal, aber das war's. Restliche Zeit steht es ja nur im Schrank, deswegen sieht es auch noch so gut aus. Da hat ja vor mir auch schon jemand gehabt, ne? Das ist ja nicht die Top noch alles. Morgen wird der Tisch hier frei gearbeitet, auf alle Fälle. Das muss hier alles noch weg, was hier auf dem Tisch steht. Und ich bin guter Dinge, dass ich das morgen schaffe, weil morgen will ich auch nicht unterbrochen werden. Da muss das einfach funktionieren. Heute bin ich ja nur 1000 Mal wieder unterbrochen worden. Hierhin fahren, dorthin fahren. Das geht dann halt morgen mal nicht. Morgen bin ich wirklich für mich und fertig. Gehe dann direkt, wenn ich von der Schule komme, fahre ich direkt hier in diese Wohnung. Ich gehe ja nicht erst nach Hause, ja nicht erst frühstücken, um Gottes Willen. Dann ist man sofort wieder integriert in irgendwas anderes. Gleich hierher. Den Computer schleppe ich gleich früh morgen schon mit. Und das ist erledigt. Dann habe ich meinen Arbeitstag hier. Meine 6, 7, 8 Stunden. Vielleicht mal sehen. Und dann, ja, ist besser so, weil ansonsten schaffe ich nichts. Ich schaffe einfach nichts. Jetzt packe ich mal ein Paket ein. Also jetzt suche ich mal ein Paket für die Bücher. Freue ich mich schon. 2 Bände haben wir schon hier. Guter Mann, das ist dein Paket mit der Lektüre. Viel Spaß beim Lesen. Jetzt den Schein ausfüllen und dann bringe ich das leider weg. Schön, herrlich. So, Paket ist weg. Der Tag ist zu Ende. Ich schließe hiermit. Heute war auch wieder ein ruhiger Tag. Nicht die Kurve so richtig, war. Ich bin froh, dass die Geschenke abgehakt sind. Das ist wirklich sehr gut. Also, würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Mal gucken, was morgen passiert. Wir lassen uns überraschen. Bleibt einfach dran. Bleibt einfach dran und haltet einfach durch. Das ist ja, wie gesagt, auch für mich, jeder Tag ist neu. Hier läuft nichts nach Drehbuch. Und wenn was passiert, passiert was. Und wenn nichts passiert, passiert nichts. So einfach sieht das aus. Na, und das, ob was passiert oder nicht, egal wie, das traue ich euch um die Ohren. Also, sehen wir uns morgen. Macht es gut. Durchhalten. Euer Tommy.